erkläre ich euch das Assoziativgesetz. Also, ganz einfach erklärt, 1 plus 2 plus 3 sind 6. Wenn wir jetzt aber die 1 und die 2 in eine Klammer packen, rechnen wir das zuerst. Ich markiere das hier mal kurz. Intelligente Anmerkung. So, also 1 plus 2 wird zuerst gerechnet. Es ist jetzt ein bisschen dick geworden, aber egal. So, und das ist auch 6. Genau wie hier. Wenn wir jetzt aber auch die 2 oder 3, beziehungsweise beides, in eine Klammer packen, kommt ebenfalls 6 raus. Bei mal genau dasselbe. Und damit ist auch eigentlich alles erklärt. Ich